sind auf dem Weg nach Malmö. Und der Motor ist so laut. Darum muss ich so schreien. Na, meinst du, man hört mich? Ja. Ja. Okay, wir haben es geschafft. Wir sind in Schweden angekommen. Wir sind jetzt in Malmö. Laura ist gerade noch im Bus geblieben, weil es ganz schön kalt ist. Aber ich wollte euch einmal kurz mitnehmen, weil man von hier die Öresundbrücke so schön sehen kann. Ich hoffe, ihr hört mich wegen dem ganzen Wind. Ja, wir sind jetzt von Dänemark, also von Kopenhagen, was man da hinten grob sieht. Ja, sind wir über die ganze Öresundbrücke bis nach Malmö gekommen. Und ja, also bis jetzt ist es ganz schön. Wir haben uns jetzt doch dazu entschlossen, spontan heute Malmö anzugucken, weil es soll gleich noch aufklaren. Oh Gott, ist das windig. Ja, es wird bestimmt schön. Ich hoffe, man hört mich. Und genau da ist die Altstadt. Da gehen wir jetzt hin. Dabei haben wir natürlich eine Parkscheibe und hier ist halt ein Parkplatz mit 4 Stunden Begrenzung und darum mussten wir uns für eine Parkscheibe basteln. Aber die ist doch sehr süß geworden, oder? Auf jeden Fall. Ich finde sie cool. Wir waren heute Nachmittag nur noch kurz in Malmö, weil wir auch gerade erst Kopenhagen gesehen hatten und jetzt sind wir schon in den Süden gefahren. Wir stehen jetzt bei Trelleborg am Strand auf einem Parkplatz und hier übernachten wir jetzt erstmal. Wir dachten eigentlich, wir finden jetzt direkt was für mehrere Tage, aber irgendwie hat es uns noch nicht so ganz umgehauen. Hier sind auch noch andere Camper und wir haben jetzt nicht so unsere Ruhe. Aber für die Nacht ist es jetzt erstmal schön und wir haben einen super Ausblick. Wir waren ja das letzte Mal in Malmö und sind dann weiter Richtung Süden gefahren nach Trelleborg. Und da war eigentlich der Plan, dass wir an der Küste bis nach Stockholm fahren. Es hat sich jetzt aber ein bisschen geändert oder wir haben uns einfach gedacht, das ist uns vielleicht doch ein Stück zu weit. Wir wollen erstmal Richtung Norwegen, sind jetzt praktisch wieder bis nach Lund gefahren und sind jetzt hier in der Nähe von Lund am Strand. Hinter uns ist Malmö. Da ist Malmö im Hintergrund und ganz hinten sieht man auch nochmal die Öresundbrücke. Also haben wir uns eigentlich gar nicht so weit bewegt, aber ja, Lund ist sehr schön. Wir haben da jetzt nichts gefilmt, aber es ist trotzdem eine schöne Stadt, kann man sich mal anschauen. Und ja, wir sind jetzt hier am Meer und bleiben jetzt hier erstmal ein bisschen. Was darf natürlich auf diesem längsten Steg in Schweden nicht fehlen? Eine Sauna mit direktem Zugang zum Meer. Und, machen wir das? Machen wir das? Nächsten Monat, wenn wir wieder Geld dafür übrig haben. Aber so teuer ist es doch nicht, oder? Nee, 8 Euro pro Person. Also eigentlich, ich hätte es jetzt teurer erwartet. Ein ganz schöner Teil ist es. Ja, und damit guten Morgen aus Schweden. Wir sind in der Nähe von Lund am Meer und hier ist es wirklich wunderschön. Wir waren die Nacht auf einem Campingplatz, weil wir mal wieder duschen mussten. Wirklich mussten, das war nötig. Ja.
Ja, es ist ein wirklich schöner Campingplatz hier. Also eigentlich ist es gar kein Campingplatz, sondern es ist ein Hafen und hier können halt aber auch Wohnmobile stehen. Und ja, es war wirklich schön und also auch super freundliches Personal, ja, oder dieser eine Platzwart oder wer auch immer das war, der war so nett. Ja. Also ja. Total verrückt. Wir hatten halt kein Geld bei und wir wollten Wäsche waschen und man konnte halt nur mit schwedischen Kronen zahlen. Und mit 3 10 Kronenstücken. Ja. Und dann hat er uns den Automaten aufgeschlossen und hat uns drei Geldstücken einfach rausgeholt, die da schon drin waren. Und dann konnten wir praktisch unsere Wäsche damit waschen. Total nett. Und ja, der ist wirklich super freundlich. Also, und ja, der Platz ist wirklich zu empfehlen. Also, hat jetzt auch nur 20 Euro gekostet. Und sonst sind so 25 bis 30 oder sogar 45 Euro, die man da ausgeben kann. Ja. Genau, also von daher. Hat uns sehr gut gefallen. Klare Empfehlung. Für uns geht es jetzt weiter. Nordwärts. Ganz grob Richtung Göteborg. Da wollen wir jetzt mal an einem See Halt machen, wo wir vielleicht auch mal ein bisschen länger stehen können als immer nur eine Nacht. Genau, weil das kriegen wir gerade irgendwie noch nicht so gebacken. Also wir finden keine Plätze, wo wir mal länger bleiben können. Und wir wollen halt auch irgendwie mal ein bisschen zur Ruhe kommen und... Genau, und das hoffen wir, schaffen wir jetzt. Genau. Aber es ist natürlich traurig, diesen wunderschönen Blick hinter uns wegzulassen. Ja, aber der vor allem, man sieht halt Kopenhagen auf der anderen Seite. Die Öresundbrücke, Malmö, man hat einen richtig schönen Blick. Ja. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Genau, bis da. Dann ist ja alles total süß mit Federn geschmückt. Wir sind hier gerade angekommen an so einem wunderschönen Platz an einem See und wir wollten die Drohne steigen lassen. Und die ist uns ein bisschen gecrashed. Die ist uns gegen Oscar geflogen. Auf den Boden gefallen, die Flügel sind abgebrochen. aber zum Glück haben wir noch ein paar Ersatzflügel bei gehabt und sie hat es ganz gut überstanden und wir konnten jetzt noch mal ein paar Drohnen-Shots ziehen und hier seht ihr mal die Aufnahmen. Es ist echt ein schönes Plätzchen hier. Also wir sind hier an so einer ganz kleinen Straße. Also hier fahren echt nicht viele Autos lang. Mitten im Wald, also hinter uns ist der Wald, vor uns ist ein riesengroßer See. So riesig ist er nicht, aber der ist schon echt cool. Hey, du übertreibst gerne. Ich übertreib gerne. Wir sind mitten in der Wildernis. Aber ich glaube, hier können wir uns aushalten, oder? Ein paar Tage? Ja. Über Ostern auf jeden Fall. Gott, gehst du wirklich rein? Mal gucken. Laura ist gerade einfach bei, ich weiß nicht, vielleicht hat es 9 Grad, maximal 10, ich glaube eher nicht, ins Wasser gegangen. Wir haben heute den 21. April und Laura war im Wasser. Verrückt, ganz schön verrückt. So, was ist unser Plan? Die Süßigkeiten sind leer und die Tüten werden jetzt unsere Müllbeutel. Und wir sammeln jetzt ein bisschen Müll auf. Wir machen eine Challenge draus, wer den meisten Müll aufsammeln kann. Also ich meine, hier ist nicht so super viel, aber ohne Challenge macht es keinen Spaß. Okay, dann los. Und? Wer hat gewonnen? André hat gewonnen, weil er geschummelt hat. Warum habe ich geschummelt? Weil du da oben in den Wald gegangen bist, während hier die Tür offen war. Dann ist ja klar, dass ich nicht so weit weggehen kann. Ohne, dass wir hier alles offen stehen lassen. Ja. Ja, was haben wir denn gefunden alles? Viele Zigaretten, eine Zigarettenpackung, ein Handschuh, eine Dose, Plastikteile. Das ist erschreckend, oder? Das ist so traurig.
unser Navi führt uns gerade übelst durch den Wald. Das ist einfach eine Forststraße, wo wir hier lang fahren. Und irgendwie ist mir das nicht so ganz geheuer. Ist alles safe? Hinten ist alles gut, aber ich glaube, wir müssen erstmal den Ausgang putzen dann. Bei dem ganzen Staub. Und wieder haben wir einen wunderschönen Stellplatz hier am Meer gefunden. Wir gehen gerade mal eine Runde spazieren. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag eigentlich, also klar, wir haben den Tag gemütlich gestartet wie immer, aber wir waren schon ein bisschen produktiv. Wir haben ein paar coole Fotos gemacht. André hat mal ein paar Drohneneinstellungen ausprobiert, ein paar coole Drohnenaufnahmen gemacht. Und wollten wir einfach mal vom Bildschirm weg. Und wir sind gestern schon einmal hier lang gelaufen. Das ist so ein ganz netter Rundweg. Erst am Meer und dann durchs Wohngebiet. Und es ist wirklich richtig, richtig schön hier. Also wir hoffen, dass wir jetzt noch mal eine zweite Nacht hier bleiben können und dass uns niemand wegschickt, weil wir sind schon in Sichtweite von Wohnhäusern und manchmal gefällt den Leuten das ja nicht so. So scheiße lachen. Ich hasse das Spiel. Ich spiele das nicht mehr. Ja. Wer hat verloren? Du. Nee. Doch. Wir zeigen euch jetzt noch einen kurzen Timelapse vom Sonnenuntergang. Und dann beenden wir das Video mal, oder? Yes. Abonnieren nicht vergessen.